Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. In der letzten Folge haben wir dann endlich mal nach etlichen Versuchen die Ruinenwächter erledigen können. So, Hundi kommt von da, springt daneben, stirbt. Schön. Dann unsere... Oh, wir hatten doch noch ein paar Seelen. Ich werde mal jetzt hier einen von den Varus-Verkehrern benutzen. Mal gucken, was es bringt. Wahrscheinlich wieder eine Tür. Ja. Der Mondturm. Okay. Feind, aber Phantom. Und hier schreit irgendjemand durch die Gegend. Ah. Wer bist du denn? Ist das ein Gnom? Oder ein Zwerg? Irgendwie komplett irre, der Typ. Ich mag ihn. A long time ago, the princess she made me. Yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul and dead, or you'll be a goner. Stay back, it belongs to the princess, it do. Ah, jetzt können wir hier einen Glockenhütereid leisten. Ich glaube eher nicht. Vielleicht später mal. Von den Kleinen hat sie einige zerlegt. Ich glaube, wenn wir dem irgendwie dumm kommen, stehen die alle auf. Befürchte ich zumindest. Ich will, glaube ich, aber doch nochmal zurück und mich in der Bastille noch ein bisschen weiter umschauen. Das ist mir nicht so geheuer da. Beziehungsweise halt verlorene Festung. Bastille heißt ja im Englischen. Ich glaube, hier waren wir ja noch nicht. Schatz, kurz gesagt, links. Haben wir hier wieder irgendwas zum Öffnen? Nö. Hier? Nö. Na dann. Ach ja, da ist wirklich was. Können wir die Tür, ja, einmal zumachen, bloß nicht runterfallen dabei. Und eine weitere Seele, das ist schön. Okay, dich erledigen wir jetzt mal noch. 1, 2, 3, 4. Gegenstand voraus, tatsächlich, oh Gott. Ich würde ganz gern den Gegenstand nehmen. Ja. Ein Menschenbild, das hat sich doch gelohnt. Dafür wären wir ja fast draufgegangen.
War aber auch gut versteckt. Was haben wir jetzt da draußen? Links. Ah ja, da ist einer von den Großen wieder. Ich glaube, den will ich erledigen, bevor ich da hochgehe. Der hat etwas mehr Lebenspunkte. Und da habe ich zu früh angegriffen. Ja. Ganz nett, die Aussicht. Okay, jetzt können wir hier rüber. Oder da hoch. Ich nehme mir mal einen Flakon und schaue mich hier um. Da gibt es nämlich eine Leiche. Cool. Flammenschmetterling. Da haben sie auch schon ewig viele von. Ich denke, da müssten wir eigentlich rüberspringen können, oder? Ich will hier raus. Ach, das sind wir da unten, wären es wieder die Sache mit den Hunden. Es wäre, glaube ich, von Vorteil, nicht runterzufallen hier. Boah, gerade so. Große Seele. Irgendwas knattert hier. Wahrscheinlich ein dick Knatterton. Ah, ich glaube, hier können wir jetzt eine Abkürzung freischalten. Hallo Mumie, na, wie geht's dir so? Du gehst hier drauf, bevor du explodierst. Da sind noch mehr Mumien. Das könnte übel enden. Ja, nicht dahin werfen. Dahin bitte. Weg, 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 weg. Oh, ich hab's sogar überlebt. Cool. Jetzt nicht mehr. Zwei waren dann doch zu viel. Okay, Vorsicht vor den Mumien. Ich glaube, wir müssen aber doch nochmal hier rüber. Dann auf ein neues... Also dieses komische Knattern sind also Mumien. Das ist ja gut zu wissen. Die lassen wir einfach mal. Ah, ich glaube, es ist doch keine gute Idee, ihn zu lassen. Ach! Du kannst auch zaubern? Das ist mir jetzt neu. Ich glaube, da oben waren wir aber noch gar nicht. Dann gucke ich mal vielleicht... Ich denke, wir können hier auch von der anderen Seite mal hinkommen. Wenn wir hier hochgehen. Bin ich jedes Mal versucht, an die Wände zu gucken, ob da irgendwelche geheim gingen. Ja, jetzt können wir von der Seite, das ist gut. Das Knattern der Mumie. Die war, wo war die denn? Hier, glaube ich, oder? Ja. Tschüss. Oh. Das war ein explosives Fass. Nett. Und hier versuchen wir uns einfach mal ein bisschen besser anzustellen, schätze ich.
Ich glaube, wir haben sie auch einzeln gelockt. Ja, das ist gut. Also stirb. Alter, ich habe dich doch getroffen. Wahrscheinlich genau wieder im falschen Moment zugeschlagen. Dann waren ja noch zwei da, oder? Ja. Okay, weg, bevor du explodierst oder dich halt hinschmeißt. Okay, und die scheint etwas übler zu sein. Die ist gar nicht. Okay, sie ist nicht übler. Hat aber einen Gegenstand für uns. Ein Köderschädel. Ach ja, genau. Den hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen. Oh. Ja, ich mach mal wieder zu. Und störe dich da drin nicht weiter. Blocken. Ja. Zangangriff rollen. Ich hoffe mal, das ist noch auf die Mumienbisch. Renkt. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich möchte mal da hoch und mir einen kleinen Überblick verschaffen, was da so alles ist. Da wäre eine Mumie. Das heißt, wundert mich, dass die mich nicht angesprungen hat. Oh. Das sind sogar One-Hit mit dem Bogen. Ich höre es aber immer noch. Ich höre sie immer noch. Oder beziehungsweise noch welche. Die kommen wahrscheinlich da rausgesprungen, wenn ich hier irgendwo in einer bestimmten Ecke bin. Nein. Da sind welche. Erledigt. Dann darfst du auch noch kommen. Nicht auf dumme Gedanken, sondern einfach mal her. So. Zwei. Keine. Hier wäre wieder ein Nebelwand. Kommen da noch irgendwelche Bossgegner oder so? Uah! Jede Menge. Okay, wir haben eine angelockt. Okay, und tschüss. Versuche ich es einzeln. Ich glaube, ich bin einfach mal so naiv. Schrägstrich unvorsichtig. Fuck. Das war klar. Okay. Sie werden erledigt. Wir haben hier ein Leuchtfeuer und da ist noch jemand Versteinertes. Okay, wir kommen hier auch nicht vorbei.
Hier ist verschlossen. Gut, wir haben aber, glaube ich, soweit ich weiß, noch einen von diesen Duftzweigen, oder? Yep. Na dann. Wer bist du denn? Pyromant, wie mir scheint. Schon wieder einer mit Maske. Erstmal ins Leuchtfeuer. So. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Okay, der scheint aber nicht aus Teil 1 zu sein, von wegen langer Zeit und so. Cursedborn, you lack intelligence. Weak, so terribly weak. Wieso schwach? Ich hab doch mein Schwert. Cursedborn, you lack intelligence. Weak, so terribly weak. Okay, scheinbar auch ein Zauberer, der uns, ja, nur... Also nur was bringt, wenn wir Magiefähigkeiten haben. Stoß ins Loch, tolle Aussicht, scheinbare Wand. Nö. Erstmal hier alles ablaufen. Okay, an dem Leuchtfeuer möchte ich jetzt nicht rasten, weil, sollte ich es machen, sind da die ganzen Mumien wieder da. Und ich glaube, von da aus, kommen wir schwer wieder weg. Ah. Hallo Leiche. Skeptikergewürz. Ach, und hier können wir wahrscheinlich jetzt wieder rein und das ist wieder so eine Art Aufzug, oder? Nicht runterfallen. Ah, okay, und da hätten wir runterspringen können. Hier waren wir also schon. Ach, das ist... Ach ja, hier, wo wir den Pharos-Verkehrer-Dings hatten. Okay, dann will ich mal erstmal das andere nochmal nehmen. Also den Gegenstand, der da ist. Puh, muss ich wahrscheinlich genau timen. Oder halt einigermaßen zielen den Sprung. Oder ist da unten irgendwie eine Plattform, wo wir drauf springen könnten? Ich sehe auch gerade nichts. Ah, es hat funktioniert. Asketenleuchtfeuer. Hatten wir, glaube ich, auch schon eins von. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich glaube, nochmal nach unten überleben wir nur mit diesem Katzenring, den wir zum Glück hier haben. Ach, wahrscheinlich ist hier irgendwo eine unsichtbare Wand. Nein. Hm. Na, dann schauen wir mal Katzenring an. Thank you.
heilen. Und dann das Beste hoffen. Super, hat funktioniert. Okay, dann nochmal. Und wir sind in Sicherheit. Dann geht's nochmal nach oben. Und ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Na komm, jetzt nimm doch schon den Ring. So. Genau. So wollte ich das. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.